eines unserer Satzungsziele ist eben über die Potenziale und auch die Funktion dieser digitalen Lösungen zu informieren. Wir sind ganz aktuell dabei, mehrere Schulungen aufzusetzen. Wir haben im letzten Jahr schon angefangen, mit dem Bündnis Junger Ärzte und dem Hartmann-Bund eine Schulungsreihe zu machen zu den digitalen Gesundheitsanwendungen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Und jetzt wieder eine weitere Ausgabe des Business Talk Podcasts. Herzlich willkommen. Ich habe mir heute eine Gesprächspartnerin eingeladen, habe mich sehr gefreut, das Interview heute mit Dr. Anne-Sophie Geier führen zu können. Anne-Sophie Geier ist Geschäftsführerin und zwar seit Oktober 2020 des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung. Und das war Grund genug, sie mal einzuladen in den Business Talk Podcast, um mit ihr ja die Themen der digitalen Versorgung in der Zukunft zu besprechen, vielleicht aber auch mal ganz offen darüber zu reden, welche Probleme haben wir denn noch im Bereich gerade der ambulanten Versorgung, um viele digitale neue Tools zu akzeptieren. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie dieser Spitzenverband und auch die Geschäftsleitung, Geschäftsführung an der Spitze eben Anne da rangeht. Sehr, sehr praxisnah, ich hätte fast hemdsärmlich gesagt, und das bringt diese Menschen und Spieler dieses Marktes eben sehr, sehr schön zusammen. Bevor wir aber loslegen in diesem Podcast, möchte ich Anne noch mal kurz offiziell vorstellen. Die promovierte Pharmazeutin Dr. Anne-Sophie Geier ist seit dem 1. Oktober 2020 die Geschäftsführerin des benannten Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung. Sie hat Pharmazie studiert im Bereich von Real World Evidence und Outcome Research an der WWU in Münster und dann auch an der Harvard Medical School promoviert und anschließend in der Unternehmensberatung eines Pharmakonzerns gearbeitet. Sie war lange Sachgebietsleiterin beim GKV Spitzenverband und ist eben jetzt gerade seit Oktober 2020, so jetzt habe ich es ja als Geschäftsführerin des Spitzenverbands bestellt. Wir haben ein bisschen was rausgearbeitet, wir erfahren wie immer auch ein bisschen was Persönliches von der Gesprächspartnerin. Unter anderem haben wir drei Hacks rausgearbeitet, nämlich einmal das, was alles mit dem inneren Schweinehund zu tun hat, auch als Geschäftsführerin, wie flexibel man sein muss als Arzt, als Unternehmer. Und natürlich geht es auch darum, und das ist der dritte Top-Hack, wie man von der analogen in die digitale Welt überführt werden kann. Freut euch drauf auf ein Interview und auf eine Frau, die so gar nichts aus meiner Sicht mit dem alteingesessenen Bild einer Geschäftsführerin eines Verbandes zu tun hat. Aber da könnt ihr euch gleich selbst von überzeugen. Also ganz, ganz viel Spaß. Wir hören uns gleich wieder im Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe ja gerade schon gesagt, mit wem wir heute hier sprechen, mit Frau Dr. Anne Geier aus Berlin, ist sie uns jetzt live zugeschaltet. Hallo Anne, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Hallo Oliver. Freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel zu tun in der digitalen Welt da draußen gerade und auch als Geschäftsführerin des Spitzenverbandes. Von daher nochmal ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir steigen jetzt ein mit der Frage, die ich immer anfangs stelle. Wer ist Dr. Anne Geier und was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wäre natürlich schön, wenn man sich persönlich sehen könnte, aber so klappt es ja auch sehr gut zwischen Berlin und NRW, wo du ja bist. Genau. Ja, wer ist Anne Geier? Ich bin seit Oktober letzten Jahres Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung, bin von Hause aus Pharmazeutin, also Apothekerin und hatte schon ganz lange eine Leidenschaft für digitale Themen und bin sehr froh, jetzt an dieser Position sein zu können, in, glaube ich, spannenderen Zeiten, wie sie nicht sein können. Und wer ist Anne Geier privat? Da vielleicht ein kleines Schwänkchen. Ich habe eine sehr kleine Tochter, die ist jetzt ein bisschen über einem Jahr alt
Also auch das, der Spagat, den, glaube ich, gerade sehr viele haben zwischen berufstätig sein, Kinderbetreuung organisieren und das gleichzeitig in einem ja sehr schnell sich wandelnden Themenfeld. Aber es macht unglaublich viel Spaß und ich ziehe da sehr viel Energie raus aus beiden Rollen, die ich da habe. Ja, sehr schön. Das ist ja tatsächlich die große Herausforderung, der sich gerade sehr viele stellen müssen, nämlich den Spagat machen zwischen Beruf auf der einen Seite und natürlich im schönen Familienleben auf der anderen Seite. Wir haben uns ja gerade im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Du nutzt die Möglichkeit, jetzt auch im Homeoffice zu arbeiten. Jetzt gibt uns das Homeoffice ja viele Möglichkeiten, aber vielleicht kann man auch sagen, schränkt uns auch ein bisschen ein. Gleichst du irgendwas aus? Also auf der einen Seite der Geschäftsführung, auf der anderen Seite das Familienleben. Gibt es noch was, was du gerne machst, wo du vielleicht bist du sportlich unterwegs, vielleicht liest du gerne, vielleicht schaust du gerne irgendwelche Serien auf Netflix, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas zum Ausgleich für dich, wo du mal entspannen kannst? Ja, absolut. Also ich versuche natürlich so viel wie möglich an die frische Luft zu gehen, weil ich glaube, auch das kennen alle. Man sitzt den ganzen Tag vor dem Rechner, dann haben wir noch Winter und es wird so schnell dunkel. Und ich gehe auch tatsächlich noch relativ spät, 19 Uhr abends raus, wenn das Kind auch schläft, und genieße einfach diese frische Luft und versuche regelmäßig noch Yoga zu machen. Denn auch das ist ja ein Thema, was wahrscheinlich viele haben, dieses sehr einseitige Sitzen und in meinem Fall noch Kind heben, hat zu diversen Rückenbeschwerden geführt. Und ja, da muss man natürlich gegen angehen und das geht dann halt am besten mit Muskelkräftigung und Bewegung. Und ja, die beiden Sachen ist so das, was ich gerade noch on top schaffe. Und ja, aber das braucht es auch. Ja, zeigt aber auch wieder, dass man sich tatsächlich bewusst Zeit nehmen sollte, ne, für so ein paar Sachen. Also ganz klar, du hast jetzt gerade gesagt, du machst das noch abends, wenn es spät ist und wenn es auch dunkel ist. Aber trotzdem, man könnte auch sagen, ach komm, ich schaff's nicht mehr, ich gehe jetzt doch aufs Sofa. Und ne, aber das dann noch hinzubekommen, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht so ein Selbstdisziplin oder eine Achtsamkeit auch für den eigenen Körper und für ja das Durchhalten in dieser Zeit auch? Das ist natürlich wichtig, aber ich will jetzt auch keine falschen Erwartungen da draußen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier jeden Abend auf der Matte die Übung mache. Das ist tatsächlich immer der innere Schweinehund, aber man merkt ja einfach, dass es einem unglaublich gut tut. Und wenn man dann natürlich, ja, es hilft auch irgendwie der andere, der Partner, der dann sagt, so, du gehst jetzt raus und keine Widerrede. Das hilft dann manchmal auch. Dann hat man den inneren Schweinehund quasi extern. Und da ich tatsächlich wirklich regelmäßig jetzt zwischen Rückenbeschwerden habe, merke ich einfach, ich muss daran an die Themen und das geht halt nur über eine Kontinuität dann mit Bewegung und Kräftigung. Ja, ich glaube, das kennen wir tatsächlich alle, diesen Schweinehund, den wir dann überwinden müssen, aber es tut dann ja auch gut, wenn man ihn überwunden hat, und von daher ist das nochmal vielleicht so ein erster kleiner Top-Hack gewesen heute, ja, für alle die das auch immer spüren und jetzt denken, Mensch, wenn die andere das macht, dann ist das ja schon mal ein gutes Vorbild und dann können wir da ja nicht hinterher. Jetzt bist du ja nicht immer Geschäftsführerin des Spitzenverbands gewesen, du hast gerade gesagt, seit Oktober des letzten Jahres. Wenn man mal so ein bisschen deine Karriere, deine Laufbahn sich anguckt, du hast Pharmazie studiert und ja, warst dann auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung tätig. Wie hat sich das so entwickelt bei dir, dieser Weg vom Studium bis zu dem, was du jetzt heute machst? War das einfach, hat sich das entwickelt oder hast du gesagt, ich verfolge da auch eine gewisse Ziele oder habe eine gewisse Planung für das, was ich da tue? Ja, das Spannende ist, es ist wie alles im Leben immer eine Mischung aus Zufall und eben doch gewisse Neigungen, die man vielleicht hat. Also ich habe ganz ursprünglich mal vor dem Pharmaziestudium ein Jahr Medienmanagement studiert. Also bei mir waren immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits das Naturwissenschaftliche, andererseits auch dieses am Puls der Zeit was zu machen, vielleicht auch genau mit einer Medienkomponente. Und komischerweise ist das jetzt ja in diesem Job zusammengeflossen. Dazwischen ist natürlich sehr viel passiert. Das Pharmaziestudium hat mir Spaß gemacht und ich hatte danach aber Lust, noch mal tiefer einzusteigen, wusste aber auch, dass ich nicht ins Labor möchte. Es ist ja bei den Pharmazeuten so, dass man da wirklich 3 bis 5 Jahre in der Promotionszeit zum Beispiel viel Zeit im Labor verbringt, und für mich war klar, das ist es nicht. Und im praktischen Jahr habe ich in Florida damals einen
in Deutschland recht neuen Zweig, in Amerika relativ etablierten Bereich kennengelernt, die Pharmakoepidemiologie. Die Mediziner kennen es natürlich, das Fach Epidemiologie gehört zum Curriculum. Und dann hat sich in Münster dann damals die Möglichkeit ergeben, auch aus so einer Kooperation zwischen medizinischem Lehrstuhl und pharmazeutischem Lehrstuhl eine interessante Doktorarbeit in diesem Bereich Pharmakoepidemiologie zu machen. Und das war wirklich so ein Aha-Erlebnis. Mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, die Daten da auszuwerten, selber zu programmieren, zu überlegen, wie kann ich das Studiendesign machen. Und interessanterweise hatte das auch immer so eine psychologische Komponente, weil die Daten sind natürlich erstmal eine Verkettung von Informationen und dahinter steckt dann aber auch immer die Frage, warum nimmt ein Patient ein Medikament ein und kann das zum Beispiel dann später in den Studienergebnissen zu einer Verzerrung führen, also dass kränkere Patienten zum Beispiel eher ein Medikament verschrieben bekommen. Diese Aspekte kennen ja auch Mediziner aus dem Studium, und da muss man natürlich für adjustieren in den Modellen, und diese ganzen fand ich super spannend. Habe dann aber auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt nach der Promotion weiter in dem Feld forschen will, dann muss ich eigentlich ins Ausland gehen, weil in Deutschland ist es so schwer, hochkarätige und vollständige Datensätze zu bekommen. Das hat mir auch nochmal meine Zeit, ich war dann kurzzeitig auch länger in Boston für meine Promotion und habe da gesehen, wie weit andere sind in dem Feld. Und habe gesagt, nee, Forschung ist es doch nicht unter Voraussetzungen, und war bei einem Pharmakonzern der Beratung und dann doch mich noch etwas wieder entschieden fürs Pharmazeutischere und war, wie du erwähnt hast, die letzten 4 Jahre beim GKV Spitzenverband in der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Es ist so Health Technology Assessment, der Bereich, auch wieder Studienbewertung, Auswertung. Und der Link zu meinem aktuellen Job, jetzt habe ich sehr viel geredet, ist tatsächlich, dass ja auch eine Art von Nutzenbewertung jetzt bei diesen digitalen Gesundheitsanwendungen, die es seit Oktober letzten Jahres gibt, nötig ist. Das heißt, auch die und wie alle anderen Dinge auch in der Regelversorgung müssen ihren Nutzen nachweisen. Und das fand ich zunächst natürlich akademisch total interessant. Ja, wie können digitale Devices, wie kann da der Nutzennachweis laufen? Und dann tatsächlich das Interesse an diesem Job, der sich jetzt zufällig gefügt hat, eben auch das Thema Digital Health, was mich, wie gesagt, parallel auch lange schon beschäftigt, vorantreiben zu können. Und das ist eine unglaublich interessante Mischung und spannt irgendwie den Bogen so über die letzten, kann man sagen, 13 Jahre oder so, und kumuliert sich jetzt in diesem super Job, der sehr viel Spaß macht. Ja, wirklich schön zu sehen, wo die Wege einem hinführen, wenn man das einfach auch annimmt, ne? Also einfach mal überlegen, welche Möglichkeiten gibt es noch, um dann sich vielleicht neuen Herausforderungen zu stellen. Wir sind ja hier mit dem Business Talk Podcast auch immer in der Richtung unterwegs, dass wir gucken wollen, wie können wir mehr unternehmerische Skills auch noch vermitteln für das Thema Arztpraxis oder für das Thema ambulante Versorgung oder auch für Schritte darüber hinaus. Und deshalb ist das ein sehr schönes Beispiel, wenn man einfach wenn man es mal fließen lässt, ne, wo es einen dann hinführt und welche Möglichkeiten man hat, wenn man die annimmt, ne, und nicht vielleicht sagt, ach, ich bin jetzt einmal in der und der Richtung unterwegs und das ist vielleicht dann doch falsch, weil ich habe ja das oder das studiert. Du hast das gerade sehr schön gesagt, wie sich Wege auch zusammenführen können. Also ein weiterer Top-Hack jetzt schon mal an der Stelle mal fließen lassen und Dinge einfach annehmen und dann vielleicht auch sich entwickeln lassen. Jetzt ist es ja so, dass das Thema digitale Medizin und auch das, was du jetzt im Spitzenverband machst, nicht unbedingt jedem Mediziner geläufig ist. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern ist ja einfach in der Tagesarbeit und im normalen Doing fehlen eben viele Informationen. Also vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, was macht der Spitzenverband im Augenblick und in welche Richtung geht das Ganze gerade? Also der Spitzenverband sind sehr viele Facetten. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir sind die Stimme aller innovativer E-Health-Anbieter. Das ist in unserer Satzung festgelegt und so ist es de facto auch. Wir sind weit über 100 Unternehmen jetzt. Ich glaube, 107 sind wir aktuell. Viele kleinere Unternehmen auch, die im Bereich Digital Health oder also das sind verschiedene Begriffe, die man aber wo es jetzt, ich glaube, nicht lohnt, das alles so genau abzugrenzen, sondern es geht wirklich darum, Produkte auf den Markt zu bringen, die digital die Patienten unterstützen, beziehungsweise
wo eine digitale Gesundheitsversorgung mit möglich ist. Und das spannt sich in unserem Verband von den Themenfeldern der DiGA, die ich eben gerade schon erwähnt habe, also Hersteller, die digitale Gesundheitsanwendungen, das können Apps oder webbasierte Formate sein, entwickeln. Das können Telemedizinanbieter natürlich sein, ganz großes neues Feld, haben wir einige Hersteller bei uns im Verband. Das kann können Anbieter sein, die Pflegeprodukte, also digitale Unterstützung von Angehörigen zum Beispiel oder Sturzprophylaxe, auch im Pflegebereich angesiedelt, also unterschiedlichste Produkte. Und da wird es ja auch bald digitale Pflegeanwendungen geben. Das ist aktuell schon angelegt von Herrn Spahn in einem neuen Gesetz. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch ganz viele weitere digital unterstützte Angebote. Also zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Hersteller gesprochen, der macht ein Device, eine automatische Urinanalyse. Und dieses Tool, was wirklich in die Toilette reinkommt, das wird dann halt quasi automatisch ausgelesen. Das heißt auch da, also eine Kombination aus Hard- und Software, auch diese Anbieter sind bei uns im Verband. Genau, vielleicht mal so die Bandbreite an Produkten zu beschreiben, um natürlich, das ist jetzt nicht vollständig, ganz klar, ja. Also auch da wieder eine spannende Kombination aus mehreren Bereichen, die da zusammenkommen. Jetzt fragt man sich natürlich immer, ist das ein reines Expertenforum, was da zusammenkommt, oder kann sich da vielleicht auch der Arzt, die Ärztin mit einbringen oder Informationen abfragen, um vielleicht ja das Thema digitale Versorgung in der eigenen Praxis besser integrieren zu können oder überhaupt einzuführen oder sich Informationen dafür zu holen. Ist das eine Möglichkeit bei euch? Also wir verstehen es absolut als unsere Aufgabe, über diese Angebote zu informieren, rein neutral. Also wir wollen da keine Werbung machen, sondern das ist eines unserer Satzungsziele ist eben über die Potenziale und auch die Funktion dieser digitalen Lösungen zu informieren. Wir sind ganz aktuell dabei, mehrere Schulungen aufzusetzen. Wir haben im letzten Jahr schon angefangen, mit dem Bündnis Junger Ärzte und dem Hartmann-Bund eine Schulungsreihe zu machen zu den digitalen Gesundheitsanwendungen. Und es wird jetzt auch im neuen Jahr Angebote für Telemedizin geben. Das ist natürlich alles kostenfrei. Da kann man auf unserer Homepage, werden die Veranstaltungen dann immer eingestellt und man kann sich dann einfach zu dem Zeitpunkt reinklicken und mithören und wir versuchen die Themen natürlich dann auch so aufzubereiten, dass der Arzt in der Praxis daraus versteht, was sein Mehrwert ist und die Informationen eben auch zu liefern, die er braucht. Das ist super, weil also einmal die Interessenvertretung, du hast gerade so ein paar Verbände oder Organisationen ja angesprochen, also neben Hartmann-Bund oder das Bündnis Junger Ärzte, wo dann natürlich auch Vertreter ja dieser Bereiche mit euch kommunizieren und sagen, wo ist denn der Bedarf jetzt für den einen oder anderen in der Region, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mich als Arzt selber informieren kann. Wir werden die Verlinkung zur Seite, zur Homepage auf jeden Fall mal in die Shownotes nehmen. Kannst du vielleicht jetzt nochmal sagen, wie ist eure Internetseite nochmal? www.digitalversorgt.de. Also okay. Digitalversorgt kann man sich vielleicht ganz gut merken. Genau, digitalversorgt.de. Also wie gesagt, wir machen die Verbindung bzw. die Informationen auf jeden Fall auch unten in die Shownotes, sodass jeder da nochmal nachgucken kann. Wie steht das denn mit dem persönlichen Kontakt? Also gibt es bei euch eine Anlaufstelle, wo man sagen kann, Mensch, ich habe da ein paar Fragen und nutze jetzt mal ganz undigital vielleicht einfach das Telefon und ruf einfach mal an oder schreib einfach mal eine E-Mail? Also wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Wir sind eine ganz kleine Geschäftsstelle, das sind der Julian Milde und ich. Und aber die Anfragen trudeln dann ein, meistens über Julian, über die allgemeine E-Mail-Adresse, die ist natürlich auch auf unserer Homepage verlinkt. Und wir freuen uns natürlich, wenn es irgendwas gibt, wo wir da weiterhelfen können. Auch da, wie gesagt, über die Homepage die Möglichkeit, dann ganz schnell Julian am Apparat zu haben. Okay, super, das sehr gut. Jetzt
ist das ja eine ganz besondere Zeit gerade, finde ich zumindest. Also man hört, wenn man in der Branche da ein bisschen unterwegs ist, sehr, sehr viel über dieses Thema. Und es passiert gerade so unglaublich viel, allein was in diesem Jahr jetzt gerade eingeführt worden ist. Also wir hatten letztes Jahr das Thema natürlich Corona-bedingt auch sehr, sehr getriggert, das Thema Videosprechstunde. Dann haben wir jetzt das Thema E-Rezept. Dann haben wir dieses Thema EPA, also elektronische Patientenakte und so weiter. Also diese ganzen Themen kommen ja jetzt sehr geballt auf die Medizinerwelt zu. Jetzt ist die Medizinerwelt vielleicht nicht immer so vorbereitet darauf, dass man das alles sofort nachvollziehen kann und verstehen kann. Ich möchte jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich habe vor einiger Zeit einen Talk gehört auf einer ganz neuen Social-Media-Plattform, wo viele Experten über dieses Thema gesprochen haben und dann auch darüber gesprochen haben, wie können wir das denn jetzt weitergeben. Aber allein vom Wording her war das auch für jemanden, der jetzt vielleicht sehr, sehr eng an dieser ganzen Branche ist, nicht teilweise sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also ich glaube, dass es ja wichtig ist oder wichtig wäre, mal einen Ansatz zu finden, wie kenne ich denn die Ärzte und Mediziner und Medizinerinnen, die vielleicht nicht so digital affin sind, auch abholen an dieser Stelle. Du hast gerade eine sehr schöne Sache gesagt, ihr bietet ja auch Schulungen an, ihr macht Maßnahmen, wie man Dinge miteinander kombinieren und verbinden kann. Wo siehst du da die Herausforderung, wenn man diese ganze Thematik jetzt mal nimmt? Auf der einen Seite erlebe ich das so in der Beratung mit Medizinern, auch im Umgang, da ist sehr viel Skepsis da, die aber noch nicht mal so begründet ist. Ich glaube, da ist viel fehlende Information, die einfach eine Angst oder eine Sorge auslöst. Wie glaubst du, kommt man besser an die Strukturen der ambulanten Versorgung heran? Also ohne zu sagen, du müsstest jetzt hier den Tipp haben, aber welche Richtung sollte das Ganze nehmen, damit wir da breiter aufgestellt sind, gerade für das Thema ambulante Versorgung? Ja, es ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube, die kann, wie du schon gesagt hast, nicht mit genau einer Antwort beantwortet werden. Also vielleicht noch auf Not, also meine Schwester ist ja auch Ärztin, auch praktizierend in der Praxis und ich höre natürlich von ihr, wie stressig so ein Alltag ist als Arzt und dann ist alles, was on top kommt, was ich neu integrieren muss, das ist erstmal natürlich ein Mehraufwand und das kann jeder von uns nachvollziehen, jeder, der arbeitet, das erfordert dann erstmal eine Einarbeitung, dass ich als Arzt natürlich, und das ist der erste Punkt, Ärzte brauchen natürlich eine, zum Beispiel, wenn ich jetzt über Apps auf Rezept, so diese digitalen Gesundheitsanwendung ist ein anderer Begriff dafür, wenn ich das überhaupt verordnen oder ich kann es eigentlich nur verordnen, wenn ich da auch mal einmal selber reingeschaut habe, um zu wissen, was ist denn das, welchen Mehrwert hat das denn für den Patienten? Also das erste ist hands-on, also irgendwie muss erstmal das Kernprinzip dieser digitalen Lösung dem Arzt vermittelt werden und natürlich in kurzer Zeit, weil es kann jetzt auch nicht, das ist eben auch immer wieder der Aspekt, es muss Zeit- und ressourcenschonend sein und dann muss die Kommunikation eben so laufen, dass es, und da sehe ich dann auch insbesondere ärztliche Kollegen, deswegen ist das ja so schön, dass wir dann zusammen mit jetzt sind es zwei Verbänden, die ich da auch genannt habe, das machen, weil dann Ärzte aus diesen Verbänden eben ihre Perspektive, die sind zum Teil auch praktizierend, berichten und dann eben auch ganz klar an ihre Kollegen weitergeben können, da und da habe ich es eingesetzt und da macht es Sinn, weil das ist natürlich für jemanden, der nicht im Praxisalltag steckt, schwieriger als wenn ich da jemanden habe, der schon eine gute Erfahrung gemacht hat. Also natürlich diese Connection braucht es auch. Ja, und dann brauchen wir einfach Formate, wie wir tatsächlich für die verschiedenen Facharztgruppen, das ist ja auch nicht zu pauschalisieren, sondern jeder hat da natürlich seine eigenen Fragestellungen und er hat auch dann die verschiedenen digitalen Lösungen, die darauf zugeschnitten sind. Und dann müssen wir tatsächlich genau schauen, wo im Praxisalltag macht welche Lösung Sinn und die muss natürlich dann auch ihren Mehrwert nachweisen. Ja, also das ist auch ganz wichtig, die Evidenzfrage. Also Ärzte wollen, und das ist ja auch gutes Recht, wollen wissen, ob diese Anwendung was nützt. Das kann auf Patientenebene sein natürlich, dass sich da das Wohlbefinden des Patienten verbessert. Das muss immer eine Komponente sein. Und es kann zusätzlich eine Ressourcenschonung im Alltag sein, dass ich vielleicht mehr Zeit für andere Dinge habe. Auf diesen beiden Ebenen muss natürlich der Mehrwert von einer digitalen Lösung vorliegen, weil sonst wird sie es nicht in diesen sehr durchgetakteten Praxisalltag schaffen.
Ich finde, das ist ein super Ansatz. Fallen mir sofort zwei Sachen ein. Du hast gesagt, es wird ganz unterschiedlich, also ich sage jetzt mal auf der einen Seite von der Kinderarztpraxis, auf der anderen vielleicht hin bis zur chirurgischen Praxis. Jeder hat ja vielleicht auch andere Ansätze für dieses Thema. Nehmen wir jetzt mal rein das Thema Telemedizin auch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, natürlich dann auch ein bisschen spezifischer zu werden mit diesen Lösungen nach und nach und mehr. Wir haben ja genug Anbieter am Markt. Also vielleicht gibt es da einzelne Nischenlösungen, wo wir aber dann mit den Nischen noch tiefer eindringen können oder in diese Nische noch tiefer eindringen können, um spezielle Angebote auch zu haben, die wirklich Sinn machen. Ich glaube, das ist auch noch eine große Herausforderung für den Markt, ne, dass man da tief genug reingeht, damit jeder sich da wiederfindet. Und das zweite Thema, was mir natürlich spontan dazu einfällt, ist das Thema Akzeptanz über Vergütung. Also auch das ist ja noch ein Riesenthema. Ich jetzt mal allein das Thema Videosprechstunde sehe oder Fernbehandlung, müssen ja nicht unbedingt nur die Videosprechstunde sehe, nehmen, wie das vom Gesetzgeber eben auch vergütet wird und dann tatsächlich in diesen Plan mit aufgenommen wird. Siehst du da Chancen in der Zukunft, dass sich das deutlich verbessert? Ja, also wir sehen jetzt ja Ansätze im Kabinettsentwurf von dem neuen Gesetz von Herrn Spahn bezüglich Digitalisierung. Da sind einige, ich sag mal, Verbesserungen Richtung Telemedizin verankert. Die sind aber aus unserer Sicht noch nicht weitreichend genug. Und was wir vor allen Dingen, und da kommt auch wieder dieser Aspekt der Zeit und der Ressourcen mit ins Spiel, es ist halt eine sehr komplexe Abrechnungswege, die man da berücksichtigen muss. Und das muss natürlich vereinfacht werden, weil wenn quasi das Honorar nicht so besonders hoch ist, um das zu verwenden, und dann ist es noch komplex, dann habe ich natürlich eine absolute, eine Hürde. Jetzt haben wir natürlich Corona leider immer noch und haben aber schon Erfahrungen jetzt sammeln können im letzten Jahr. Es sind ja wirklich rasante Steigerungsraten im Bereich der Telemedizin zu sehen. Also wir sehen, es funktioniert und es wird ja auch bleiben. Es wird sich weiter verankern. Da sind wir ja alle überzeugt von, dass das jetzt nicht auf den Status zurückfallen wird wie vor dieser Pandemie. Nichtsdestotrotz brauchen wir einfach zu abbrechende Ansätze für die Ärzte. Sonst wird es einfach nicht so in der Fläche angewendet, wie es eigentlich eigentlich die moderne Versorgung wirklich benötigt aus unserer Sicht. Absolut. Ich glaube, dass vielleicht wichtig ist, dass es vielleicht auch aus ärztlicher Sicht und aus Patientensicht, das wäre noch ein weiterer Punkt, den ich gerne mal mit dir besprechen würde, aber keine Unterscheidung mehr gibt. Also natürlich ist es immer so, dass die 1-zu-1-Situation in der Praxis vor Ort die Situation ist, wo man am besten diagnostizieren und behandeln kann. Das ist ja ganz außer Frage. Aber ich glaube, dass die Akzeptanz von beiden Seiten so ist, dass ich auch weiß, ich kann über das Thema telemedizinische Versorgung viele, viele Dinge schon mal abwickeln. Ich kann über das Thema Videosprechstunde eben wirklich auch das so in meinen Praxisalltag integrieren, dass es ganz normal wird oder normaler zumindest wird und dass es nicht eingeschränkt wird, zum Beispiel über das Thema Vergütung, dass ich schon immer überlegen muss, ist es jetzt wirtschaftlich für mich besser, das eine oder das andere zu tun? Und ich bin sicher, dass es oft auch allein an dieser einfachen Hürde schon scheitert, ne? Dass ich eben diese Integration nicht schaffe. Und ich denke auch immer an das medizinische Personal, die MFAs, die eben genau auch diese Akzeptanz herstellen müssen. Und ich glaube, da ist eine Verbindung vielleicht auch nochmal angesagt. Also ein großes Thema, viele Herausforderungen, nicht nur für dich oder für euch im Verband, sondern ich glaube für die gesamte Branche da noch ein bisschen mehr zu tun. Welche Rolle spielt denn da aus deiner Sicht der Patient? Also auch da gibt es ja deutliche Änderungen im Patientenverhalten so in der Zukunft. Wie erlebst du das? Vielleicht auch als Mutter, also ich meine, ne, das ist ja nicht nur jetzt Geschäftsführerin des großen Verbandes, sondern wir haben ja alle auch, wir sind ja auch immer irgendwie Patienten. Wie würdest du sagen, hat sich die Rolle des Patienten da verändert und wie, oder kann der vielleicht auch Druck ausüben? Druck ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ja, aber ich glaube, habe ich auch gerade so gedacht, aber. Ja, nee, genau, ja, also vielleicht ist es auch eine Art von Druck, weil ich meine, wir, also unsere Generation ist es einfach gewöhnt, viele Dinge über Videotelefonie und so weiter abzuwickeln und eine lange Wartezeit in der Arztpraxis, wo man sich manchmal fragt, ist das nicht auch anders möglich? Und irgendwie eigentlich auch so mitschwingt, es muss eigentlich irgendwie anders wirklich sein, ja. Und da kann, glaube ich, Telemedizin eben auch eine Komponente von sein, neben vielen anderen.
die fordern das natürlich ein, ja. Also ich denke schon, deswegen sage ich auch, also wir werden natürlich nicht zu den Benutzungsraten wie vor der Pandemie zurückfallen, auf gar keinen Fall. Es wird jetzt stetig weiter wachsen und es wird die Geschwindigkeit, wie schnell Telemedizin und in welchem Umfang es in den nächsten Jahren etabliert wird, hängt natürlich auch ein Stück weit von den politischen Rahmenbedingungen ab, Vergütung und so weiter, haben wir schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, es ist dieses Momentum jetzt da, wo man sagt, das ist nicht mehr umkehrbar und es wird eine Dynamik entfalten und das eben auch von Patientenseite aus. Da bin ich total überzeugt von. Ja, also ich denke auch immer so ein bisschen daran, auch da ist ja eine Verantwortung der Mediziner in Richtung des Patienten. Also wie kann ich denn den Patienten einfach mehr mit ins Boot nehmen? Jetzt nicht nur, was digitale Versorgung angeht, sondern vielleicht auch, was einfach die Verantwortung für die eigene Gesundheit angeht. Und da spielen aus meiner Sicht ja diese Möglichkeiten, die wir heute jetzt haben, und da ist die Pandemie ja wieder ein schönes Beispiel für. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich über digitale Hilfsmittel, egal in welcher Richtung, und wenn es letztendlich Fitness- und Gesundheitskurse sind, den Patienten mehr mit ins Boot nehmen zum Thema Heilung und Prävention auch, ne? Und also den Patienten im Grunde mehr zu befähigen, auch eigene Entscheidungen zu treffen und ihnen eben da, also das Thema Patient Empowerment ist ja dann auch ein großes Thema in der Zukunft. Also nicht nur von Patientenseite, ich hätte ja gerade gesagt, Druck ausüben, sondern auf der anderen Seite vielleicht auch von Arztseite aus mal die Verantwortung in Richtung des Patienten übertragen oder ihn zumindest mit ins Boot zu nehmen, was diese Genesung, Gesundwerdung oder Gesunderhaltung auch angeht. Ja, ich glaube, das macht schon jeder moderne Arzt. Das lernt man ja auch im Studium. Es ist immer das Spannungsfeld zwischen dem, wie Realität aussieht in den Kliniken, in den Praxen, bei dem Zeitdruck und so weiter und bei dem, was sich eigentlich jeder wünscht. Also das ist, glaube ich, auch total klar. Ich glaube, es wird aber trotzdem, und da ist es eben, ich weiß nicht, ob zum Beispiel die Bundesregierung hat ja dieses Gesund.Bund-Portal, wo also es gibt ja verschiedene Initiativen schon, um den Bürgerinnen und Bürgern und den Patienten, weil irgendwann in unserem Leben sind wir alle Patienten, mehr Informationen an die Hand zu geben, wo sie sich informieren können, wo sie sich vor allen Dingen mit guten Quellen informieren können. Da gibt es jetzt nicht nur das Portal, aber auch andere. Das ist natürlich die Schwierigkeit, bei dieser Informationsflut im Internet da zu unterscheiden. Und da höre ich natürlich auch von meiner Schwester, dass Ärzte dann auch nicht immer so happy sind, wenn dann so ein Halbwissen von Google dann diskutiert wird. Also ich glaube, das ist ein unglaubliches Spannungsfeld. Ich glaube, dass wir da aber auf einem guten Weg sind. Und um jetzt mal ganz konkret ein Beispiel zu nennen, wie kann man denn die Rolle von einem Patienten aktiv stärken? Das ist eins der Grundgedanken von diesen digitalen Gesundheitsanwendungen zum Beispiel. Die können nämlich auch in Bereichen eingesetzt werden, wo wir bislang tatsächlich, glaube ich, große Defizite haben, zum Beispiel im Bereich der Adhärenz oder der Steigerung der Gesundheitskompetenz. Genau dafür können Apps entwickelt werden, zum Beispiel Umsetzung von Leitlinien. Also wie kann ich Leitlinien adressatengerecht dann auf ein Device bringen, was der Patient immer mit sich trägt und wo er die Informationen dann bekommt, wie er sich eben in seinem Alltag, wie er da sein Gesundheitshandeln nach seiner Erkrankung ausrichten kann. Und das kann ja ein kurzer Arztbesuch gar nicht leisten, weil das ist ja nur punktuell und man kann Informationen mitgeben, aber wir wissen alle, wie das ist im Alltag. Das ist eben nicht so einfach, das dann umzusetzen. Und da sind zum Beispiel die Liga eine tolle Möglichkeit, wie ein Patient eben auch nach dem Arztbesuch kontinuierlich mit meistens ist es eine App oder auch, kann auch was anderes sein, ein webbasierter Service, weiter seine Krankheit begleiten kann. Für mich jetzt gerade der dritte Hack gewesen, den du genannt hast, weil es ganz, ganz, finde ich, wichtig ist mal zu sehen, dieses Thema digitale Gesundheitsanwendung ist eben nicht nur einfach ein Wort, was jetzt gerade da ist und wo wir uns überlegen, ist das wichtig oder nicht, sondern es hat tatsächlich sofort auch einen praktischen Nutzen. Jetzt müssen wir nur eben sehen, wie klären wir darüber mehr auf. Und da jetzt finde ich dann, schließt sich für mich gerade der Kreis und ich hoffe auch für viele, die jetzt zuhören, nämlich einfach sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht mal unmittelbar
unmittelbar den Kontakt zu dir, zu euch zu suchen, um sich diese Dinge einfach, ich will nicht sagen erklären zu lassen, aber um sich diesem Thema mal mehr anzunehmen. Denn da schließen sich genau diese Kreise, die es ja gilt. Das ist der Weg für mich, von analog zu digital, eben zu überlegen, wie kann man jetzt die Chance nutzen und den Patienten genau diese Möglichkeiten, die jetzt gerade sich am Markt ergeben. Wir hatten ja gerade jetzt diese 111 Tage, glaube ich, ne, Digga, dass gerade die ersten 111 Tage weg sind, die ersten Erfahrungen natürlich auch eine Rolle spielen. Also von daher lohnt es sich immer und auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde, ihr bietet als Verband eine schöne Lösung und vor allen Dingen auch eine Verbindung genau zu diesen wichtigen Themen. Und ich glaube, wenn man den Mut hat, einfach mal ein paar Fragen zu stellen, als gestandener Mediziner auch, und sich, ja, ich sag's einfach mal, auch keinen Zacken aus der Krone zu brechen, neue Dinge mal anzugehen, vielleicht auch mal zu sagen, okay, das weiß ich nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja auch zukunftsweisend für meine Praxis, denn vielleicht möchte ich meine Praxis irgendwann an jemanden übergeben, der vielleicht froh ist, eine mehr digital affine Praxis, mehr digital affine Patienten zu bekommen. Und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall. Ich habe noch so viele Sachen hier auf meinem Zettel stehen, gucke mal ja auch so ein bisschen auf die Zeit, weil wir diese Dreiviertelstunde nicht überstrapazieren wollen. Ich habe zum Beispiel noch dieses Thema, das habe ich jetzt auch gehört, fand ich super spannend, Femtech. Also diese ganzen Themen, die sich sehr, sehr stark mit der mehr so auch weiblichen Seite in der Medizin beschäftigen oder auch mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, alles das, was so damit zu tun hat. Auch da sind ja viele, viele tolle Möglichkeiten jetzt gegeben. Aber ich glaube, das machen wir vielleicht einfach in einem zweiten Interview nochmal. Oder vielleicht, wobei, also vielleicht ein Aspekt. Ja, sehr super. Ja. Also ich finde es auch wirklich super spannend, auch aus persönlicher Motivation, zum Beispiel beim Thema Telemedizin. Was können wir denn da eigentlich sogar noch zusätzlich an Potenzial heben, was eigentlich derzeit für viele Ärztinnen und Ärzte, die eben Kinder haben, natürlich dann auch die Kinderbetreuung ein Stück weit übernehmen müssen. Wie können wir da denn noch diesen Arztberuf eigentlich attraktiver machen? Weil das ist einfach bislang ein Beruf, wo man wirklich vor Ort sein muss, außer halt diesen kleinen Rahmen, den man dann im Telemedizinbereich bislang hat. Aber vielleicht können wir das auch nochmal neu denken und überlegen, wie wollen denn Ärzte in Zukunft arbeiten und welche Chance bietet dann eben auch die Telemedizin, dass ich zum Beispiel, ich sage, okay, Elternzeit, aber ich will nicht komplett raus sein. Vielleicht kann ich einen gewissen Prozentsatz dieser Zeit eben auch telemedizinisch noch weiterarbeiten. Ich glaube, da bieten sich spannende Chancen, eben um diese Vereinbarkeit Familie und Beruf auch in diesen Feldern zu ermöglichen. Und das ist mir persönlich ein großes Anliegen, weil ich finde es schade, wenn man so ein hartes Studium hat und natürlich das auch gerne macht, was man tut. Und jeder, der Kinder hat, weiß, das ist eben, macht sich auch nicht mal eben gerade. Aber vielleicht bieten sich da doch so ein paar Fensterchen, wenn wir sie klug nutzen und da flexibel genug die Rahmenbedingungen schaffen, wie wir eigentlich alle glücklicher machen können. Wir haben dann mehr Versorgung, wir wissen alle, gerade auf dem Land und auch so ist Arzt eine rare Ressource und das bietet aus meiner Sicht ungeheures Potenzial, auch im Hinblick auf die Gleichberechtigung insgesamt. Sehr schön. Also ich glaube, gerade zu diesem Thema könnte man wirklich noch ganz weit ausholen. Da gibt es wirklich noch viele tolle Ansätze. Also ich habe auch so diese Fragestellung nach der digitalen Empathie immer so ein bisschen im Kopf. Wie kriegt man da noch etwas hin? Da könnten sicherlich auch viele etablierte Mediziner, Medizinerinnen auch noch von lernen, von der jungen Generation. Ich glaube, dass uns gerade dieses Thema, die Medizin wird auch weiblicher, auch in der Hinsicht noch einiges mit auf den Weg geben kann. Ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, Anne. Das ist so das, was ich, die Fragen, die ich allen stelle, so auf den letzten 5 Minuten des Podcasts. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren? Sie wird personalisierter durch Algorithmen, aber auch durch genomische Möglichkeiten, die wir haben, also bei gewissen Erkrankungen. Sie wird stärker oder sie muss aus meiner Sicht stärker Richtung Prävention gehen. Wir müssen früher ansetzen, nicht erst, wenn wir chronische Erkrankungen haben. Und sie wird, glaube ich, flexibler, was die Modelle angeht, in denen sie stattfindet. Okay. Was bedeutet für dich persönlich das Thema Gesundheit? Ist das Allerwichtigste. Ne? Ohne gesund zu sein, sind die anderen Dinge im Leben nicht so schön. Also ist absolute Priorität. Gesundheit ist das höchste Gut. Ja. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer oder Unternehmerin haben?
glaube, ja, das ist der Balanceakt zwischen persönliche Verbindung, Beziehung zu den Patienten aufbauen und gleichzeitig eben auch im Hintergrund entweder selber oder jemand zu haben, der ein bisschen rechnet und schaut, dass sich das lohnt, wenn man dann jeden Tag viele Stunden verbringt, ja. Okay, also auch verschiedene Komponenten natürlich damit drin, ne? Ja, genau. Ja, gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst? Also, das ist ja schon ein paar Jahre alt. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich auch stark in diesen Digital Health Bereich reingegangen bin. Das ist Zukunftsmedizin von Thomas Schulz. Eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber irgendwie so hat es für mich nochmal gezeigt, wo die da im Silicon Valley dran arbeiten und was wir vielleicht echt alles in 5 bis 10 Jahren haben werden, Richtung vielleicht Lebensverlängerung, 20 Jahre mehr und so. Also fand ich sehr spannend damals. Inzwischen gibt es wahrscheinlich noch sehr viel aktuellere Bücher dazu. Das ist ein tolles Buch, finde ich, gibt einfach mal einen Einblick in so eine Welt, die sich, wo man immer so denkt, wie, das geht alles schon, das ist schon möglich, so geht das ab. Also ich fand das ja fast wie ein Roman. Also das sehr schönes Buch. Ja, vielen Dank. Ja, und zum Schluss, wenn du jetzt eine Gemeinschaftspraxis gründen dürftest oder wolltest oder vielleicht mit irgendjemandem langfristig zusammenarbeiten würdest, wer wäre das? Hast du jemanden, wo du sagst, Mensch, mit der oder mit dem könnte ich mir das gut vorstellen? Ja, klar, meine Schwester. Also, das ist ein großes Kompliment. Ja, wir überlegen immer noch, ob wir in 10 Jahren, ich mache die Apotheke und ist dann nicht ganz Gemeinschaftspraxis, aber ja, nee, wir verstehen uns sehr gut. Das ist doch schön. Ja, tolles Kompliment an die Schwester, an die Familie. Und wer weiß, ob wir das mal dann tatsächlich helfen, vielleicht auch auf dem digitalen Wege, vielleicht auch in Kombination mit vielen Dingen. Toll, ja. Sehr schön. Ja, Mensch, Anne, das war ein tolles Interview. Vielen, vielen Dank. Du hast uns ein paar Einblicke gegeben in das, was du machst, wie du dein Leben gestaltest, aber auch wie der Verband arbeitet. Ich finde es immer wichtig, die Menschen hinter einer Organisation auch mal zu erleben. Damit wird das Ganze, finde ich, von einem Podest runtergehoben, wo es sicherlich hingehört, aber auf der anderen Seite eben auch ganz deutlich gemacht, dass die Menschen dahinter das Ganze wertig machen und auch nahbar machen und es gar nicht so weit weg ist. Ne? Man sich nicht immer überlegen muss, auch wenn Spitzenverband drinsteht und wenn da viele Dinge möglich sind, sind es aber doch immer die Menschen, die das mitgestalten. Also das war echt toll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben mindestens 3 Top-Hacks gehört. Wir haben mal so gehört, dass es sich lohnt, einen Schweinehund zu überwinden und dass der Ehemann den Schweinehund auch irgendwie schon mal ein bisschen antriggern kann, dass es wichtig ist, viel Flexibilität zu haben und Agilität zu haben und sich anzupassen. Und dass es eine schöne Verbindung zwischen der analogen und digitalen Welt gibt. Das versucht ihr mit dem Spitzenverband zusammenzuführen und deutlich zu machen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für alle, die heute mit dabei waren. Auch nochmal schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt immer dran, eine schöne Bewertung bei iTunes oder YouTube abzugeben und bleibt unternehmerisch. Das wäre mein Wunsch für die kommende Woche. Und Anne, du hast das Abschlusswort in diesem Podcast. Ich würde sagen, danke Oliver. Es war wirklich, wirklich nett. Und ich gehe jetzt später dann beschwingt ins Wochenende und höre mir den Podcast später nochmal an und werde schauen, was ich da alles so gesagt habe. Das freut mich sehr. Also eine schöne Woche. Vielen Dank. Ja, tschüss. Bis dann. Ciao.